Die Hauptmoschee in Simferopol. Hier treffen sich die Krim-Tataren zum Freitagsgebet. Die muslimische Minderheit fühlt sich von der Krise und dem russischen Säbelrasseln besonders bedroht. Sie können sich ja vorstellen, wie die Stimmung bei uns ist. Die Kinder fragen ihre Eltern, wird es Krieg geben? Sie sind total durcheinander. Die Krim-Tataren bangen und beten. Russisches Großmachtgebaren ist für sie aus historischen Gründen ein Schreckgespenst. Denn Stalin ließ die gesamte Volksgruppe von der Halbinsel nach Sibirien und Zentralasien deportieren. Direkt nach dem Gebet ergreift der oberste Vertreter der Krim-Tataren das Wort. Refat Chubarov ruft die Menschen zur Geschlossenheit auf und zum Boykott des geplanten Referendums über die Unabhängigkeit der Region. Chubarov selbst ist Abgeordneter im Regionalparlament und hält den Beschluss der Volksvertreter für einen Gesetzesbruch. Die Gefahr sei groß, dass dadurch die Lage weiter eskaliert und es zu Gewaltausbrüchen kommt. Es könnte zu großem Blutvergießen führen, und zwar bei allen nationalen Volksgruppen auf der Krim. Deshalb rufen wir die Vereinten Nationen auf, innerhalb kürzester Zeit darüber zu entscheiden, eine Friedenstruppe hierher zu senden. Es ist eine Ausnahmesituation, dass der politische Führer der Krim-Tataren in der Moschee direkt nach dem Freitagsgebet sich an seine Mitbürger richtet. Die Minderheit hier auf der Krim hofft auf deutlich mehr Präsenz der internationalen Gemeinschaft, damit Schlimmeres verhindert werden kann.